Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 beim Maishäckseln in der Realismus-Ausführung mit dem Agarplay, mit dem Felix. Hallo. Grüße. Dem Ansgar. Grüße. Der Merzi ist mit dabei. Moin. Der Dirk. Ja, moin. Der Daniel. Hallo. Und der Shifty. Moinsen. So, wir haben ja in den letzten zwei Folgen schon ein bisschen gesehen. Wir wechseln immer ein bisschen, ne? Der Ansgar, glaube ich, fährt heute mal Häcksler. Genau. Der Felix ist Abfahrer wieder. Ich habe mir jetzt Ansgars Fahrzeug geschnappt. Es ist voller Dreck. Ja. Ich es riecht hier ein bisschen strenger. Ja, wir haben ja keine Toilette hier, Leute. Ach so. Immer durchgezogen. Und ja, jetzt fahre ich mal Richtung Dirk, weil ich habe einen vollen Anhänger bekommen. Stopp, bitte. Ist sie voll? Ja, sorry. Oh, jetzt hast du gleich was zu tun, Dirk. Werner, was hast du denn da? Mit was kommst du denn? Mais. Ach was! Tobi! Ja, Begeisterung. Es ist ein Reich. Trommel. Ah, okay, dann bitte rückwärts in das Keilsiegel schieben. Rückwärts? Kein Problem. Oh, Dirk, da wird es gleich wirklich eng. Einmal reinkeulen, bitte. Gar kein Problem. Wo wir jetzt hin? Bei dir? Warum? Aber es gibt. Werner, es gibt einen Kercher auf dem Hof. Mhm. Könntest du ja mal nutzen, ne? Könnte ich. Kannst du auch mal innen durchwischen? Könnte ich. Kennst du die Leute, die auch im Kerker innen durchwischen? Ich guck mir manchmal so TikToks an. Das finde ich klasse. Und das kommt auf meine Humorliste. Es gibt so einen YouTube-Kanal, der schrottet immer seine Autos irgendwie. Also der kauft sich so gebrauchte. Kennt er? Mhm. Ja, hier, ja, einer. So ein Panzer und so was alles schon gehabt, da ja, ne? Ein Panzer? Das habe ich noch nicht gesehen. Das sind diese anderen Videos. Der ist ganz berühmt. Also ich habe nur. Ja? Ich habe einen im Kopf, der sich immer so alte kleine Gebrauchtwagen kauft und dann damit zum Beispiel in die Waschanlage fährt und hier Fenster runter macht und solche Späße. Naja. Ich weiß nicht, ob der auch derjenige ist. Ich schicke euch nachher einen Link. Ist ein herrlicher Typ. So, Werner, jetzt kannst du dein Bein teilen. Ich meine, ich kann nur mit Bussen rumgefahren. Ach so, nee, das ist dumm, Tüch. Na, das ist ja wieder was anderes. Das ist noch was anderes. Aber die sind auch lustig. Die haben, glaube ich, einen eigenen Hof. Und fahren da immer mal mit sämtlichem Gerät rum. Mensch, Ansgar, das wär's doch mal. Eigener Hof. Was? Lustig sind die Jungs auf jeden Fall. Ja, ja. Wie schnell fährst du, Ansgar? 5 km/h. Ich dachte mir, ich durchkreuze mal das System und mache hier eine andere Geschwindigkeit. Kamera. Ansgar, bist du wirklich mit der verfolgten Innenkamera gefahren? Das ist ja ekelhaft. Herrlich. Mit der verfolgten Innenkamera? Ja, die mitlenkt praktisch. Ja, wieso nicht? Na gut, was war. Stehst du quer, siehst du mehr. Ich dachte, ich gilt auch für die Kamera. Ist anders klasse als die anderen Kinder. Ja, ja. Wo darf ich mich denn hier meines... Fahr du mal hier am Silo vorbei, Felix, und komm mal von hier hinten auf das Phasentür drauf. Soll ich nur ran oder wirklich rauf? So, Merzi, jetzt muss ich wieder auf das andere Stück, ne? Fahr mal ruhig ein Stück rauf. Ich bin aber gleich voll, stopp. Ah. Oh nee, sag doch was, Mensch. Hab ich doch gesagt. Ja, zu spät. So, brauch einen Abfahrer, bitte. Das kann ganz schwierig. Wir sind gerade am Abladen. Keine Zeit, Leute. Hochbetankung. Jo, alles klar. Weiß auch nicht, wie das passieren könnte hier. Die Maschine kommt. Was ist die Maschine? Denn jetzt sag nicht dieser komische Deutsch. Der Farmer. Oh. Wie Farmer? Soll ich warten? Ja, Farmer. Dann müsste jemand hier bleiben und gleich mal dieses Kranfahrzeug bedienen. Oh, ehrlich. Ah, boah, der Müll. Das wird sportlich hier. Das wird Müll, sportlich. Auch der Deutsch. Okay. Ja, Werner, fahr. Ja. Kannst du dann quasi rechts wieder von runterfahren, ne? Tobi, kannst du bei Ansgar dahin fahren, ne? Ich fahr rüber. Ja. Herr Daniel, warte mal bitte kurz, wenn möglich, bis wir rausgekommen sind. Sonst kommst du hier nicht rein. Ich hab grad einen Anker rausgeworfen. Daniel, dann wieder so fahren wie jetzt eben gerade auch, ne? Mhm. Und das wäre dann wahrscheinlich deine letzte Tour. Dann gibt es einen Bericht. Das Bericht, ja. Dann muss ich aussteigen, Führerschein. Ja, wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie voll das dann ist, ob da noch was aufgeht. Tobi, ich fahre nur 5, ne? Jo, ich hab's. Zur Not holen wir wirklich einen Radlader und schieben das dann rein noch. Ja, ja, aber na klar, dann muss er halt auf dem, oder quasi vor dem Silo abkippen. Ja, wenn wir dann 2 Mann brauchen, sagst du Bescheid und stell dich ab. Ja. Dann komme ich mit aufs Silo. Ist ja gar kein Problem.
So, oh, da kommt er schon. Hector! Er ist ein bisschen sportlich unterwegs, der Junge. Was heißt er? Deutsch schafft es nicht. So, zu welchem Nexus soll ich denn kommen? Sympathisch. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Genau. Mach dich raus aus meiner Leitung. Das ist eine Anzeige. Anzeige ist raus. Der nächste, der kommt dann wieder rückwärts ins Kaldi. Oh. Ja, das wird aber noch sein. Ui, da hänge ich jetzt fest. Nee, der Tobi wird das sein. Ah, ja. Oh, nicht mehr. Aber ja, ich denke mal, wir werden auch 500 gehen, Werner, weil ja. Asuka, der kommt ja nicht aus. Ja, ja. Ja, ich kann gerne mal. Ich kann noch eine Schippe drauflegen. Mal gucken, da was passiert. Da ist easy going, sag ich doch, dass da jetzt Fakt ist. Ja, es ist ein Traum, ich bin begeistert. Er ja, ist schon kräftig. 6 gehen auch. Okay, gut, dann. Kurz zumindest. Ja, es kann sein, dass das Feld hier ein bisschen anders beschaffen ist. Precision also 6 ist aber wirklich Obergrenze, also da ist schon Leben am Limit hier. Wie voll bist du, Tobi? Wir sind bei 60%. Oh, Hammer. Hier liegt eine Fettpresse. Ja, muss auch mal schön abschmieren. Mhm. Der Begriff abschmieren ist beim Gamer ganz was anderes. Ach so. Ja. Na dann abdrücken. Gut. Ja, schön, ja, danke dir auch für den Beitrag. Wir fahren jetzt links lang. Ja. Und dann kann der Ansgar nachher durchstechen. Mhm. Felix, dann besorgt dir mal einen Radlader. Ansgar, der Stecher. Gut, alles klar, dann lass ich mein Gespann hier an der Seite stehen. Genau, weil sonst oder hier in der Mitte irgendwo. Kaltsiedel nicht so schnell. Ja. Glatt. Machen wir. Dass die nächsten da rückwärts auf können. Der Case ist aber auch schon ordentlich dreckig geworden. Jo. Meine Herren. Das stimmt. Ja, dann verabschiede ich mich mal aus der Häckselkette hier, ne? Ja. Mach gut. Ja, ne? Wir sehen uns am Hof. Wenn alles gut geht. Jetzt haben wir einen Ausfall. Je schwerer, je besser. Ei, der Speicher leck. Jetzt muss kaputt. Der Techniker kommen. Ei, oh. Hat's der Daumen. Aber durch den Speicher leck ist jetzt wirklich hier, ist es kurzzeitig zur Überlastung gekommen. Und das Ding ist ausgegangen. Also ist ja herrlich. So, jetzt müssen wir hier wieder alles anmachen. Ah, jetzt geht es nicht mehr. Och nee, Leute. Ja, Werner? Ist es so wirklich, wenn die Technik mal streikt, dann muss direkt einer vom Hersteller kommen oder macht man noch vieles selber? Also wie gesagt, das hängt vom Betrieb unterschiedlich ab. Zum Beispiel Hexer sind ja logischerweise vorne Messer drin. Und wie gesagt, bei mir auf dem Betrieb, die wechseln sie, und gibt aber auch Betriebe, die fahren dann zum Händler hin und lassen die Messer wechseln. Das ist unterschiedlich. Ne? Oh. Entweder hast du eine Werkstatt oder du hast keine. Ja, du entweder hast eine Werkstatt oder du hast halt gute Mitarbeiter, die da halt handwerklich sehr geschickt sind, sage ich jetzt mal so, ne? Okay. Also unsere machen viel selber, sage ich jetzt mal. Aber wenn die Garantie abgelaufen ist, ist halt auch günstiger, ne? Also. Ja, klar. Ne? Aber vieles kannst du doch auch gar nicht selbst machen, oder? Ja, sagen wir zum Beispiel beim Hexer die grundlegenden Sachen, die Messer tauschen, ja. Sowas alles, ne? Wie gesagt, oder beim Schneidwerk, wenn dann Messer oder so kaputt sind, sag ich jetzt mal, der tauschen ja halt alles selbst oder reparieren die selbst, ne? Oder Zähnereparatur. Ne? Also wenn da jetzt irgendwas am Motor oder sowas irgendwas ist, da kommt natürlich einer von Klaas und macht das natürlich, ne? Da sind sie natürlich auch dann hilflos, ne? Einmal ganz kurz, wo machen wir jetzt hier, wo stechen wir jetzt rein? Am besten fährst du jetzt quasi wieder runter. Und ich steche oben durch. Aber Werner, wie viel hast du denn jetzt? Ich habe jetzt 64%.
Oh, da kommen wir nicht mal mit durchkommen, oder? Was ist los, Ansgar? Könnte aber rückwärts. Ne, rückwärts macht man nicht, ne? Na doch, ja. Kannst auch rückwärts. Tobi, war eine Profi. Rückwärts. Rückwärts ins Kaldilo, bitte. Oh, das klingt interessant. Jo, ich würd's ja mal versuchen, rückwärts. Ja, also, können wir ja mal. Wir probieren mal. Man muss sich auch mal was trauen können. Ja. Lass mich da mal einmal rein zum Drehen, ja. Ja, wie gesagt, das ist vom Betrieb zum Betrieb unterschiedlich, ne? Mhm. Wie ist das denn mit Gewährleistungsgeschichten, wenn man selber an der Maschine arbeitet und noch in der Gewährleistung ist? Daniel, warte mal kurz. Ja gut, beim Messer, da wird natürlich keiner... Verbrauchsmaterial normal, ne? Keiner was sagen, ne? Aber... Wie gesagt, ich weiß ja schon die Garantiezeiten, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Nee. Müssen wir langsamer fahren, Werner? Geht schon, alles gut, ich richte mich nach dir. Okay. Oh, schaut's euch an, der Werner, der häckselt hier rückwärts, häckseln die hier durch. Profi. Guckt's euch an. Unglaublich. Ich habe auch gesehen, manchmal wird auch gehäckselt, dass jemand dann, ja, ach genau, das macht, genau, rückwärts fährt und dann, genau ist der, das, ja. Dann ist der Anhänger so leicht angekippt am Anfang noch. Ja, das geht leider immer nicht. Damit er schön reingeht. Genau. Ja. Mhm. Die unterschiedlichsten Varianten, die einen machen das so, die anderen machen das so, ne? Ich habe so einen niederländischen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Lohner sind oder ob das eigene Flächen sind. Da gibt es auch immer schöne POV-Videos und der hatte das vor kurzem, ist er da glaube ich auch rückwärts durch, aber auch relativ schnell. Ja. Also, wow, gut ab. Musst dir deine Sache sicher sein. Ja. Oh, du hast die Lenkachse noch offen. Wir gehen mal hoch auf 7. Okay. Was sehen, wie er sich verhält. Tobi, warte mal kurz, bevor du raus. Bist du noch auf dem 7 drauf? Ja, ne? War gerade raus. Ja. Gut, weil ich jetzt mit dem Xerion reinkomme. Wir gehen mal hoch ruhig, auf 8. Kannst du ruhig. Du bist auf dem anderen Silo, Felix. Ich bin auf dem anderen Silo. Ja, du fährst auf das, wo da, ich jetzt gerade vorstehe. Keine Lust mehr auf den 95. Ja, geh mal hoch auf 9. Auf das Silo und dann 6 km/h schön gleichmäßig vor, das zurück. Geht. Ja. Da kommt und gar nichts. Nicht ganz so hoch, wieder ein Stück runter. Voll. Fahren wir wieder runter. Gleich fahr ich schnell durch jetzt. So. Genau, ich glaube, wir fahren wieder runter, ne? Und jetzt abkippen. Oder und fahren wir langsam jetzt zu dir da, Merzi? Nee, ja, runter. Du fährst dann zu mir. Ah, ich fahr zu dir. Du fährst jetzt quasi. Links, genau, von dir, wo du gerade gefahren bist. Genau. Also hier. Ah, warte, okay. Warte. Langsam jetzt schon hier. Oh, ich fahr nicht voll das am Feld. Tut mir leid, also. Jawoll. Bodenschund. Schön. Abfahr. Perfekto. Danke. Gerne. Wir brauchen Abfahrer. Was hier rundumleuchten anmachen, Klassiker. Dann irgendwas durch den Funk schreien. Unterwegs. Wir gehen hoch auf 10. 10. Ja. Also die Auslastung macht's mit. Naja, ich wollte halt ein bisschen schieben, ne? Ja, nee, du musst das irgendwie. Also bei mir fährst du 8. Du hast gesagt, ich muss schieben. Ja. Nee. Ich glaube, bei 8 ist tatsächlich hier gerade Schluss. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt an der Arbeitsgeschwindigkeit liegt oder an der Steigung. Dass es jetzt einigermaßen, sag mal, dass da nochmal einer irgendwie so ein bisschen hochkommen könnte. Okay. Und das Ganze ein bisschen schön machen, ein bisschen glatt machen. Ja, das ist ja genau mein Ding. Das ist ja gar kein Problem. Ja, deswegen sag ich ja, 6 km/h, Tempomat rein und immer langsam schön vor und zurück. Ja, das... Oh! Ui, verstopft. Da war er zu selbstbewusst unterwegs. Gehen wir da runter auf sie. Ui, jetzt geht er los hier. Für all diejenigen, die es nämlich nicht wissen, der Dirk ist der absolute Silo. Ja. Der macht das immer fantastisch. Ich glaube, du musst dann überhaupt abkoppeln dann. Ja? Ich glaube, ja. Mist. Es ist aber auch eng hier, ne, Dirk? Also, ja. Mein lieber Scholli. Und in dem Baum da ist vorhin jemand. Ah, ja, ich sehe. Oh, aber das ist ein Silo-Schirm. Ist, wie gesagt, ich hatte in Rila 4 Wochen in Serien, 4000er, auch mal probiert zu schieben. Also, das ist natürlich Übungssache, ne? Aber das ist schon was anderes, sag ich jetzt mal, ne? Ja, klar. Also, hier muss ich nochmal mit dem Schild rein. Da kommst du nicht mehr hoch, das ist schon zu krass. Ja, mach das.
Du kannst doch versuchen, deshalb dachte ich vielleicht mit eine Schaufel haben wir alles nicht, ne? Naja. Nicht nur versuchen hier mit Gewalt ein bisschen. So, Werner kommt, der muss hier auch rückwärts rein. So, ich glaube, wir brauchen bald den nächsten Abfahrer, ne? Wie voll bist du? 85. Ja, ich glaube, hier ist tatsächlich zu schnell. Also runter kann man so fahren, aber hoch geht nicht. Eder noch mal in das Kaisilo und dann haben wir's. Wie ist denn der Herr Eder so schnell da hingekommen? Er war da eben noch neben mir. Ja. Rödeln. Da würde ich mir jetzt auch mal Gedanken drüber machen. Unglaublich. Noch einen reingedrückt bekommen hier. Ja. Schlimm, jo, ja, aber ist gut, ist gut, ist gut. Ja, das ist hier natürlich spannend. Wo kippt man denn das hier mal hin, hm? So, dann mache ich den hier nochmal sauber. Wie sich das gehört? Ah, geht das gar nicht. Ich dachte, hier ist ein Kercher. Hat besetzt. Achso, machen Sie bei mir auch, wischen Sie nochmal drüber. Hast du das jetzt tatsächlich ja, da hinten vor den Zaun gekippt? Ja, ja, hier in die Wendeschleife rein. Kannst, wie soll ich das hier drauf schieben? Wie selbstbewusster das sein? Ja, ja, ja. Ja, ja, hier in eine Wendeschleife rein. Ich weiß nicht, Chat, ihr könnt das ja nochmal beantworten, aber ich habe da gerade gefragt, soll ich das in eine Wendeschleife kippen? Ja, na ja, mach mal. Ja, natürlich, aber ich habe gedacht so, dass ich es da... Naja, egal. Ja, Dirk, ja, da musst du dich auch mal ein bisschen strecken. So. Ja, du also hast recht. Ne?
Man kann ja hier nicht immer... Du hast ja auch ordentlich zu tun, ne? Naja, also... Ob das ist ein auswegloser Kampf, ein sogenannter, ne? Aber toi, toi, toi. Gib alles. Ja. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ja. Ja, der Daniel, der spielt ja auch noch ein bisschen Tetris. Ja, keine Ahnung. Und ich schieb mich hier mal auf dem... Ach, wer steht denn hier auf dem Waschplatz? Ja, ach. Ah, moin. Obacht. Ich wurde gerade gewaschen. Ah ja, jetzt sehe ich hier auch mal was. Das Fenster zumachen. Ja, das ist ein bisschen... Ja, nee, ich habe Drehschäme. Ich kann jetzt hier nicht. Also der hier könnte abgedeckt werden. Ja, mach das. Na gut, dann... Ich bin sauber, oder? So, ich glaube, du bist schickilacki sauber, ja. Alter. Ah, fertig für heute. So. Oh, jetzt gehen wir uns besaufen. Ja. Macht man das so? Nach dem, was hier passiert ist. Ich kann nicht mehr. Oh, das sieht gut aus. Vor allen Dingen, das klingt so passiv. Nach dem, was hier passiert, Dankeschön, als gäbe es kein Schuldiger mehr für. Ja, das gibt's ja auch nicht anscheinend. Ich möchte jetzt nochmal gucken. Ich möchte jetzt nochmal gucken. Ich nicht ganz so sicher. Wo jetzt hier genau nochmal das Problem ist. Stech mir nochmal ein Messer in die Runde. Da liegt doch gar nichts mehr. Was? Ach hier, ja doch. Oh, oh. Ja. Ja. Da liegt doch gar nichts mehr. Nee, hast du schön in eine Wendeschleife reingezimmert. Ja, natürlich. Ich habe ja, und ich ist ja auch gefragt. Logisch, dass es da hinkommt. Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip das Sinn Silo. Ich fasse das jetzt nochmal für die Herren zusammen. Ich fahre an, ich funke hier, das wird ja spannend, wo schippt man das denn hin? Da kommt nix, ich sag hier, soll ich es gleich in eine Wendeschleife reinschmeißen? Ja, mach mal. Ja, die Wendeschleife. Ja, das ist da hinten ist die Wendeschleife. Nee, pass auf, ich laufe sie mal ab, pass auf. Stellt euch hier mal hin, ja? Schaut euch das genau an. Also, pass auf, von hier geht die los, hier fängt die Wendeschleife an. Ja, hier lang. Dann geht sie hier lang. Ja, wunderbar, guck dir das an. Und hier lang. Ach, und dort hätte ich abkippen sollen. Und hier ist sie zu Ende, die Wendeschleife. Ja. Also das ist alles Wendeschleife. Und jetzt bin ich natürlich davon ausgegangen, dass man nicht... Mir ist da ein Schlauch gerissen. Ich konnte es nicht mehr ändern. Ach so. Also ach, jetzt wird die Legende langsam geändert. Jeder normale Mensch hätte gedacht, okay, na klar, es macht ja natürlich Sinn, dass der mit seinem Schiebeschild von da hinten nach hier hinschieben kann. Ja. Ich also hätte das gerne so gemacht, aber es ist Werners Fahrzeug. Wir hatten die Probleme jetzt mehrfach schon auf dem Tisch gelegt. Ist auch gar kein Problem. Dass da an der Elektronik und alles rumgefummelt wurde. Ich kann da jetzt nichts ändern. Nein, ist auch gar kein Problem. Du hast wahrscheinlich gesehen, dass hier ein Tor ist. So, richtig. Das mache ich jetzt auf. Genau. Jetzt kann ich rückwärts da reinfahren und kann es trotzdem dahin schieben. Ganz klar, oder? Das ist doch... Also es ist ja so, in der Realität, ein richtiger Landwirt, der macht es ja auch, verteilt die Silage immer erstmal. Das ist ein Ritual quer über den Hof. Aber selbstverständlich. Und dann guckt man mal, wie man es irgendwie ins Silo bekommt. Genau. Ich wollte ja auch mal gucken, wie kommt Dirk mit so einer Situation jetzt zurecht. Genau. Auch mal hier so ein bisschen die RP-Fähigkeiten getestet hier. Naja, ja, ist und jetzt schön, guck dir das an. Macht er doch super. Sieh den Herrn leiden. Ja. Guck dir das an. Das kann der halt, ne? Ja. Aber erstmal aufregen. Naja, gut. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Nein, ist ja alles gut. War eine hektische Situation für mich in der Wendeschleife einfach. Hektische Situation? Nichts ist los. Feierabend, alle fertig. Oh mein Gott. Deutsch mit zwei Drehschieben. Eine hektische Situation, also. Oh. Also ich empfand das als sehr hektisch. Er drückt den Steuerhebel herum. Ja, also wie auch immer. Ich denke, das dauert hier jetzt noch so eine Stunde anderthalb, bis das hier alles wieder in Ordnung gebracht ist. Ich würde vorschlagen, Werner. Ja. Warte deines Amtes. Wir sind fertig für heute, meine Damen und Herren. Das war erstmal jetzt drei wunderschöne Videos, hoffentlich. Maishexel. Ne? Ja. Dankeschön nochmal an den, wie sagt man das? An den, denjenigen, der das so ein bisschen in die Wege geleitet hat, an Felix. An Felix und auch an Merzi, der ja hier ein bisschen seine Expertise mit reingebracht hat und uns hier nochmal so ein bisschen andere Weisen, wie man so ins Feld sticht und wie man das alles handhabt, beigebracht hat.
Herzlichen Dank natürlich auch an Dirk, an den Tobi und an alle, die dabei waren auf alle Fälle. Genau. Und ja, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Alle nötigen Links zu den anderen Kanälen, beziehungsweise vielleicht, wenn es eine Mod-Liste gibt, hauen wir die auch noch in die Videobeschreibung. Und ja, damit sind wir erstmal raus, oder? Ja, würde ich so sagen. Ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Macht's gut. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.